هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Wenn dein Leben in Gefahr schwebt, eine Krankheit deine Gesundheit bedroht oder dein Sohn in weiter Ferne lebt und du Angst um ihn hast, wenn dein aufgespartes Vermögen kurz vor einem Verlust steht, dann besteht Bedarf zu lernen, dass unter dem Namen deines Herrn der Name Al-Hafiz steht, der Hüter, der Bewahrer. Er ist es, dem die Schlüssel der Himmel und der Erde gehören. Er gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst sie auch. Gewiss, er weiß über alles Bescheid. Er allein bewahrt dein Leben, deine Gesundheit, deine Kinder, dein Vermögen und das ganze Universum. Er lässt es immer fortbestehen in Harmonie und Gleichgewicht. Er sagt, siehst du nicht, dass Allah euch all das, was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat? Und ebenso die Schiffe, die nach seinem Befehl auf dem Meer fahren, und er hält den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt, außer mit seiner Erlaubnis. Gewiss, Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig und barmherzig. Drum akzeptiere die Wellen seiner Entscheidungen, wie sie von ihm getrieben werden. Und lass dich von ihnen treiben, sonst ertrinkst du. Wer sich über seine Bestimmungen ärgert und Unwille äußert, wie gering ist seine Vernunft. Dein Zorn, dein Unwille wird nichts verändern. Es wird noch mehr trüben. Das Unheil ist geschehen, aber du löffelst dir selbst noch seelisches Unheil dazu. Al-Hafir, wer seine Geschöpfe behütet, seine Kreaturen mit seinem Wissen umfasst, wer seine ihm nahestehenden Diener, vor dem Fall in Sünden und Ruinösem beschützt, der ihnen feine, beinahe unerkenntliche Gnaden erweist. Bei ihm beginnt der Schutz. Alles andere sind lediglich mittel- und sekundäre Ursachen, die allesamt scheitern können. Sagst du nicht in deinen täglichen Gedenken, Allah bewahre mich vor dem, was vor mir ist, was hinter mir ist, was zu meiner Rechten, was zu meiner Linken und was über mir ist? Sagst du nicht am Morgen und am Abend, O Allah, bewahre meinen Körper, bewahre mein Gehör, bewahre mein Sehvermögen? Sehvermögen und Gehör sind die Wissenskanäle und Kanäle zur Außenwelt. Sie verbinden dich mit der Welt um dich herum. Würdest du sie beide verlieren, wärst du in dunkler Isolation in deinem eigenen Körper eingesperrt. Die dunkle Stille würde dich erdrosseln. Stell dir vor, du könntest diese beiden für 100.000 oder mehr verkaufen. Würdest du? Würdest du deine Augen und dein Gehör verkaufen? Beide zusammen? Die meisten würden das nicht. Damit kannst du abschätzen, welche Schätze du in Realität besitzt. Würdest du jetzt dein pochendes Herz verkaufen für 1 Million? Die meisten würden es ebenfalls nicht. Dann schätze, was du an Gaben besitzt und jammere nicht. Allah Ta'ala sagt, sag, was meint ihr, wenn Allah euer Gehör und euer Augenlicht wegnehmen und eure Herzen versiegelte? Wer außer Allah ist es, der es euch zurückgeben könnte? Schau, wie wir die Zeichen verschiedenartig darlegen, dennoch wenden sie sich hierauf ab. Weißt du nun, was es bedeutet, was der Name Allahs Al-Hafiz bedeutet? Wer der Hüter, der Behüter, der Schützende ist? Oder musst du noch mehr wissen? Es ist der, der voller Sanftmut dein Gehör aufrecht erhält, während du damit Dinge anhörst,
die er dir zu hören verboten hat, der dir dein Sehvermögen erhält, während du damit umherschweifst. Jedes Ereignis, aus dem jemand heil entkommt, so ist es der Schützende, der Hafir, der ihn gerettet hat. Wir erinnern uns an den Nutzen des ABS, des Airbags, des Sicherheitsgurts, des Spurenhalteassistenten, aber vergessen den eigentlichen Schützer und den Urheber all dieser Mittel. Es sind die Bestimmungen Allahs, die sämtliche Erwartungen und Pläne bezwingen. In Realität behütet er dich in jedem Moment hunderte Mal. Jetzt, da du meine Worte hörst, hat er dein Herz vor plötzlichem Stillstand bewahrt, deine Arterien vor Verstopfung, dein Verstand vor Geisteskrankheit, deine Nieren vom Versagen, dein Nervensystem vor Störungen, deinen Magen vor Geschwür, deine Augen vor Erblindung, dein Gehör vor Taubheit, deine Zunge vor Stummheit und noch mehr. Zudem hat jedes Geschöpf seine eigene Geschichte mit diesem Namen Allahs. Er beschützt nämlich jedes Geschöpf, indem er es mit einer bestimmten Waffe ausstattet. Einige Tiere schützt er mit ihren enormen Geschwindigkeiten, wie den Hasen oder manche Gazellen, die bis zu 96 km/h die Stunde erreichen können. Manche schützt er, indem er sie mit Hörnern ausstattet, andere durch ihre kolossalen Körper. Manche Tiere verabreichen starke Stromstöße, wie der Zitteraal. Andere wiederum sind mit Gift ausgestattet, um sich vor ihren Feinden zu schützen. Das Chamäleon hat die Fähigkeit, seine Farben zu ändern. All diese Ausstattungen und Fähigkeiten sind ein Aspekt des Namens Allahs, der Schützer. Des Weiteren sagt Allah Ta'ala im Koran: Gewiss, Allah verteidigt diejenigen, die Iman haben. Gewiss, Allah liebt keinen undankbaren Verräter. Du musst verstehen, dass Allah seine Verteidigung mit dem Iman begründet. Und dieses Wort impliziert im Koran den vollkommenen Iman. Vollkommenheit in den Glaubenssätzen, im Handeln, im Benehmen, in der Moral. Und daran erkennst du auch die Ursache für die ständigen Niederlagen der Muslime heute. Die Mushrikun der Quraysh versammeln sich um eine Höhle, in der sich zwei Menschen befinden, Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr as-Siddiq. Auf beide ist ein hohes Kopfgeld gesetzt. Hinzu kommt der tiefe Grimm und die Lust nach der Auszeichnung, die wichtigste Persönlichkeit in der Zeit umgebracht zu haben. Die Angst kriecht in das Herz von Abu Bakr. Daraufhin schaut der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinem großartigen Gefährten und sagt: Was denkst du über zwei, deren Dritter Allah ist? Das heißt, O Abu Bakr, wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Und hier schmelzte die Furcht auch schon wieder und wich dem Vertrauen und der Sicherheit. Zu den eigenartigsten Formen seines Schutzes gehört es, dass er dich manchmal auch durch deine eigenen Feinde schützt. Hat Allah nicht Musa gerettet, indem ihn sein Feind aufnahm, Pharaon? Es wird erzählt, dass ein Dieb in das Haus einer Familie einbrach. Das, was er aber stehlen wollte, befand sich gerade in dem Zimmer, in dem sich Eltern und Baby befanden. Er schlich in das Zimmer der Eltern, nahm das Baby an sich und setzte es in ein Nebenzimmer ab. Die Eltern erschraken, als sie die Stimme des Babys hörten. Nämlich, sie hörten es nicht neben sich, sondern aus einem anderen Zimmer. Sie eilten dorthin. In dem Moment, als sie rauseilten, eilte der Dieb in das gewünschte Zimmer. Er kommt in das Zimmer und in diesem Moment stürzt die Decke über ihn ein. Die Familie war gerettet und zum Opfer wurde ein Feind. Ein Mittel, um diese Bewahrung Allah Ta'alas zu bekommen, ist es, Allah zu bewahren. Dass du Allah bewahrst. Hör, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt zu Ibn Abbas. Ein kleiner Junge, er sagt zu ihm: Mein Junge, ich will dich einige Worte lehren. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn dir gegenüber. Mache dich mit Gott bekannt, wenn es dir gut geht, dann kennt er dich, wenn es dir schlecht geht. Wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich nicht treffen sollte. Und das, was dich getroffen hat, dich nicht verfehlen sollte. Allahumma ihfazna bihifzik. Amen.
واخلعنا برعايتك واجعل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن عن شمائلنا وعن أيماننا ومن فوقنا ومن تحتنا حفظا منك تنجينا به مما نخشاه ونحاذره. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغيث برحمتك اللهم إنا نستغيث برحمتك اللهم إنا نستغيث برحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.